Ja, sehr vielen Dank. Echt cool, dass ihr da seid und euch das anhört. Genau, mein Name ist eben Markus Meindl. Global Commenting System ist unser Projekt. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wenn Markt und Staat, wenn Kapital quasi, wenn es dieses Profitstream immer gibt, wenn die Wirtschaft immer wachsen muss und so weiter und das quasi innerhalb dieser Verhältnisse nicht aufhören kann und wir andere Verhältnisse brauchen, andere Lebensweisen brauchen, aber eben auch eine Komplexität haben, heutzutage eine Komplexität in der Produktion, Arbeitsketten und so weiter. Wie kann das eigentlich emanzipativ gelingen? Was sind da vielleicht Ansätze dafür? Und genau, wir wollten nicht mit Floskeln arbeiten, glaube ich, ist so das Wichtige. Nicht zu sagen, es muss irgendwie solidarisch und kooperativ sein und so weiter, sondern wie funktioniert das einfach wirklich? Was sind wirklich Werkzeuge, die uns dabei helfen, genau eine emanzipative Lebensweise aufzubauen und vielleicht sogar kapitalistische Verhältnisse aufzuheben am Ende? Die erste Frage, die erste Folie überspringe ich kurz, ist natürlich hier, was ist Commoning? Für wen das kein Begriff ist, Commoning ist sowas, was selbstverständlich sein kann, vielleicht sein sollte auf eine gewisse Weise, aber schwer zu erklären ist vielleicht, was auch diese Selbstverständlichkeit heute in Gesellschaft nicht gibt. Und Johannes Euler hat diese 5 Dimensionen mal herausgestellt. Ich finde, da kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also diese Bedürfnisorientierung, es geht auch ein bisschen Menschen. Ja, wir sind, die Gesellschaft sollte sich im besten Fall darum drehen, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden am Ende des Tages. Es geht um Freiwilligkeit, also ich bringe mich freiwillig irgendwo ein, ich werde nicht gezwungen und ich zwinge niemanden zu irgendwas. Wir sind selbst organisiert, wir werden nicht organisiert als Arbeitskräfte irgendwie. Es ist inklusiv, das heißt, wir nehmen tendenziell Leute in Prozessen auf und schließen sie nicht aus. Ja, wie bei Ware. Ware ist jetzt zum Beispiel ausschließend, bis man sie kauft. Und die Gleichrangigkeit, also dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und nicht eben hierarchisch. Eine Bitte hätte ich an euch. Ich bin ziemlich neu im Vortragsbusiness und manchmal rede ich relativ schnell. Wenn ihr mir so ein Zeichen gebt, würdet ihr mir voll helfen. Und dann, danke, genau das. Einfach so ein Zeichen geben und dann erinnere ich mich daran. Lauter? Okay, vielleicht ist das ja auch eine Technikfrage. Okay. Genau, das ist ungefähr Commoning. Die Folgefrage wäre, was ist ein Commons? Gibt viele Definitionen. Im Commons-Institut sind wir uns da auch nicht irgendwie hundertprozentig einig. Ich würde kurz sagen, etwas, über das einzelne Akteure nicht willkürlich bestimmen können. Kein Thema. Genau, Privateigentum hat ja so das Ding von wegen, es ist etwas auf der Welt, Leute entscheiden darüber, was quasi damit geschehen soll und die anderen können nicht mitreden, ich kann das kaputt machen, wenn ich das möchte, niemand darf mir da reinreden, wenn ich das kaputt machen möchte. Commons ist etwas, das etwas Gemeinsames ist. Genau, und unsere Projektfrage eben, wie kann eigentlich so Commoning auf wirklich gesamtgesellschaftlicher Ebene mit auch der Komplexität der heutigen Verhältnisse funktionieren? Genau, was ist das Global Commoning System? Ganz wichtig finde ich erstmal, es ist kein Modell, das wird oft so missverstanden, finde ich. Es ist nicht so, wo man sagt, I don't know, wir erobern Staatsmacht, dann legen wir es auf den Staat drüber und dann haben die Menschen besondere Handlungsmöglichkeiten und wenn die Leute das so tun, wie man das gerne möchte, dann funktioniert das ganz toll. Das ist es nicht. Immer wenn ihr so eine Kritik vielleicht in den Kopf kommt, wo es sollen dann alle Menschen das und das machen, dann ist meine Antwort darauf nein, das ist kein Modell. Es ist ein Set von Werkzeugen, mit denen wir versuchen, mit Commons quasi umzugehen, Probleme, die wir mit Commons, mit Commoning haben, lösen, zu unterstützen, diese Probleme zu lösen. Und unsere Hoffnung ist es eben, dass aus diesen Werkzeugen eine Commoning-Infrastruktur entstehen kann, die quasi anwachsen kann, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, mit der quasi so eine schrittweise Unabhängigkeit von Markt und Staat entstehen kann. Genau, was sind das zum Beispiel für Werkzeuge? Ganz kurz vielleicht und ganz grob die Ermöglichung von komplexer Kooperation, vielleicht auch Arbeitsteilung könnte man heute sagen,
durch freiwillige Selbstzuordnung. Also mir wird transparent, was es zu tun gibt. Mir wird transparent irgendwie, welche Tätigkeiten in die Richtung gehen, in die ich die Gesellschaft verändern möchte. Also jetzt mal ganz blöd, dass ich sage, es ist eine Hungersnot, ganz banales Beispiel, aber es ist irgendwo eine Hungersnot und ich sehe irgendwo, wo kann ich mich einbringen, wenn mir wichtig ist, daran mitzuhelfen, diese Hungersnot irgendwie aufzuhören. Wo kann ich mich einbringen, um quasi dagegen vorzugehen, egal ob es dann irgendwie Transport ist oder ganz banale Tätigkeiten. Dann die Ermöglichung eines tendenziell eigenen Vorteils für das Einbringen in Commoning. Das ist eine wichtige Frage und eine schwierige Frage, an der wir lange gekaut haben. Kann ich überhaupt in diesen Verhältnissen von Selbstorganisation und Freiwilligkeit auch einen eigenen Vorteil haben? Ja? Dass ich nicht nur sage, ich opfere mich irgendwie auf die ganze Zeit und hoffe darauf, dass alle anderen sich auch aufopfern. Gibt es eine Möglichkeit des individuellen Vorteils oder des tendenziellen individuellen Vorteils, würden wir dann sagen, und dafür Werkzeuge zu bauen und eben die Vereinfachung von Regelsetzung und die Koordination von Gemeinsamen, also wie man mit Dingen, über die nicht willkürlich einzelne Personen oder Gruppen entscheiden können, umgehen kann. Commoning ist viel Kommunikation und viel auch Regelsetzung und wir brauchen Werkzeuge, die sowas unterstützen können. Im Vortrag heute werden wir uns mit den ersten beiden befassen, nicht mit dem dritten. Das heißt, es ist eine Zeitfrage, aber auch, weil die Konzeption ist bisher in Arbeit seit 3,5 Jahren und das ist quasi der nächste große Punkt davon, sage ich jetzt mal. Genau, noch als Letztes zu den Grundlagen. Die Konzeption ist immer in Public Domain und wird als Arbeitsversion regelmäßig darin veröffentlicht. Das ist mir sehr wichtig. Als Projekt setzen wir, also das Global Commoning System ist sowohl quasi eine eigenständige Konzeption, die jeder jeder verändern kann und umsetzen kann und unabhängig von allen anderen. Und es ist quasi ein Projektteam, die versuchen, diese Konzeption eben umzusetzen unter freien Lizenzen. Genau. Wir wollen natürlich nicht das Rad neu erfinden. Wir wollen gucken, was gibt es bisher für Entwicklungen? Wie können wir uns in bisherige Strukturen integrieren? Wir wollen nicht alles selbst machen. Es gibt Leute, die haben großartige Arbeit gemacht. Und wir wollen da einfach Anschluss finden. Und eines unserer gesetzten Prinzipien als Projekt ist eben auch das Übertroffenwerden feiern. Das heißt, wenn wir irgendwas entwickelt haben und jemand anderes macht das besser, dann freuen wir uns riesig drüber und müssen nicht mehr so viel arbeiten. Das wäre total toll. Genau, also wir hoffen, dass wir irgendwann nicht mehr notwendig sind auf so eine Weise. Genau, jetzt erstmal zur Struktur. Wie können wir uns eigentlich so einen Prozess, also so eine Gesellschaft und gesellschaftliche Tätigkeiten, gesellschaftliche Koordination, das ist ja nichts Einfaches. Und heute wird es über Markt gemacht und Marktpreise und so weiter. Und wie können wir das überhaupt uns annähern, da quasi sagen, wir wollen diese komplexen Prozesse unterstützen. Da haben wir eine bestimmte Struktur, die dahin geht. Und ich finde, das Wichtige erstmal zu verstehen ist, dass Gesellschaft, egal welche Form sie da direkt hat, ist immer eine Form der Organisation von Tätigkeit. Also sowohl zum Beispiel persönliche Herrschaftsformen, ja? In welcher Form auch immer. Also wenn ich mit Gewalt Menschen zwinge, irgendwas zu tun, was mir zugutekommt, dann ist das auch eine Form von Tätigkeitsorganisation. Kapitalismus oder Marktverhältnisse, wenn Unternehmen quasi in Richtung Profit gehen müssen, um auch die zum Beispiel Löhne zu zahlen, um ihre Gewinne eben zu machen, da werden menschliche Tätigkeiten organisiert. Und diese Tätigkeiten stehen deswegen auch bei uns im Mittelpunkt und wie eigentlich das organisiert sein kann, dass sie auf Bedürfnisse deuten. Hier ein kurzer Einschub. Im Zentrum aller Exemplarität steht das Brot. Wenn ihr euch wundert, dass es ständig um Brot geht, das ist ein Beispiel. Also wir kümmern uns nicht direkt um Brotbacken, aber das wird jetzt alles durchziehen, damit man auch so die Methoden an selben Beispiel immer kennenlernt. Okay, Struktur. Sieht immer sehr trocken aus. Die Strukturformel hilft uns dabei, die ist genau relativ simpel, aber hilft uns dabei, überhaupt das denken zu können, wie man eben, wo quasi was gemacht werden muss. Es fängt immer an mit einem Problem, dann gibt es eine Tätigkeit, die dieses Problem löst. Und das Problem ist jetzt zum Beispiel der Hunger. Hunger ist ein Bedürfnis. Es gibt eine Tätigkeit, die das zum Beispiel Brotessens.
Und wenn man das Brot gegessen hat, ist das Bedürfnis befriedigt. Das heißt, der Magen ist gefüllt. Und das ist eine Tätigkeit im gesellschaftlichen Prozess, die gelöst werden muss. Aber jetzt natürlich angenommen, das Brot steht nicht zur Verfügung. Da würden wir von einem Bedarf sprechen. Also Brot ist nicht verfügbar, das ist wieder ein Problem. Es gibt verschiedene Tätigkeiten, die dieses Problem lösen können. Zum Beispiel das Brot backen. Und wenn ich ein Brot gebacken habe, habe ich ein Brot, das eine andere Person essen kann. Ja? Da besteht ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Tätigkeiten. Oder zum Beispiel ein anderes Problem kann ein problematischer Mittelzustand sein. Ja? Also ein schmutziger Ofen wäre für uns jetzt in unserer Sprache ein Ofen mit einem problematischen Zustand. Ja? Wenn ich irgendwie, es gibt Tätigkeiten, die diesen Ofen putzen, die dazu führen, dass der Ofen danach sauber ist. Der Ofen ist in seinem Haltungszustand sagen, er ist in dem Zustand, in dem andere Leute ihn wieder benutzen können und dem ich ihn wieder benutzen kann. Es gibt viele von diesen Problemen im gesellschaftlichen Prozess. Und also Verwendungskonflikt, wenn mehrere Leute dasselbe Ding verwenden wollen, sich absprechen müssen, Regeln finden wollen, Wissensbedarf, also wenn Leute irgendwas nicht können oder lernen wollen und Leute können dieses Wissen teilen mit anderen. All das sind Probleme, all das sind Tätigkeiten, all das, überall tun Menschen etwas, um diese Probleme zu lösen. Und genau, das ist so eine ganz einfache Struktur mit Tätigkeiten, die in Zusammenhang stehen. Aber das Wichtige dabei ist, am Ende quasi von dieser Struktur steht immer das Bedürfnis. Also am Ende geht es immer darum, dass es auf Bedürfnisse von Menschen abzielt, die Menschen auf irgendeine Weise vermittelt haben, andere mitgeteilt haben, dass sie diese Bedürfnisse haben. Und genau, das ist ein riesen Unterschied von dieser Struktur zu natürlich heutigen Verhältnissen, wo Bedürfnisbefriedigung eher im Profitstreben und ein Nebenprodukt ist. Aber genau, Tätigkeiten sind natürlich total vielfältig. Also wenn man sich umschaut, was so getan wird, was Menschen den ganzen Tag tun in den verschiedenen Unternehmen, zu Hause, in den verschiedenen Care-Bereichen, einfach überall. Ja, es sind ja so viele Tätigkeiten, es sind ja echt unglaublich viele Tätigkeiten, mit denen man irgendwie umgehen muss. Und der Vorteil aber ist, und was es uns ermöglicht, überhaupt damit zu arbeiten, ist, dass viele Tätigkeiten einfach nicht einzigartig sind. Ja? Also wenn ich morgens aufstehe, mache ich mir meinen Kaffee auf immer die relativ gleiche Weise, ich spüle auf die relativ gleiche Weise ab. Wenn ich meiner Lohnarbeit nachgehe, mache ich eigentlich jeden Tag ziemlich genau das Gleiche. Mit leichten Varianzen, aber ungefähr das Gleiche ist es und das lässt sich auch beschreiben. Und weil es Tätigkeiten gibt, die wiederkehrend sind, haben wir überhaupt die Möglichkeit, da überhaupt mal mit zu arbeiten. Und wir nennen das ein Tätigkeitsmuster. Tätigkeitsmuster sind der Versuch, wiederkehrende Tätigkeiten zu identifizieren und nutzbar zu machen. Ja? Das heißt, wir sagen einfach, was passiert in der Welt. Ja? Also wir suchen irgendwie eine Beschreibung, also was ist das für eine Tätigkeit, was geschieht da, was wird da gemacht, was sind die einzelnen Schritte davon. Dann fragen wir, warum wird diese Tätigkeit ausgeführt, ja, was ist der Zweck von dieser Tätigkeit, also was ist das Resultat der Tätigkeit, was kommt dabei heraus. Wir fragen, was ist notwendig, um diese Tätigkeit auszuführen? Ja, man braucht immer oft, sehr, sehr oft Dinge zur Ausführung von Tätigkeiten. Welche Dinge braucht man, damit diese Tätigkeit speziell ausgeführt werden kann? Und als Nebeneffekt, was passiert, was ich eigentlich nicht wollte mit der Tätigkeit, aber ist ein normaler Nebeneffekt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt abends irgendwie was koche, dann mache ich das, um irgendwas zu essen zu haben und nicht, um eine schmutzige Küche zu haben. Das wollte ich nicht, aber habe ich. Also wie wirkt sich die Tätigkeit auf die Welt aus? Genau. Hier zum Beispiel als Beispiel wieder, was ist das? Wir gucken uns das an und dann können wir ein Tätigkeitsmuster oder das ist Tätigkeitsmuster beschreiben und zum Beispiel sagen, einfach Brotteig herstellen. Das Resultat ist ein Brotteig. Der Bedarf ist Mehl, Wasser, Hefe, vielleicht die Schürze, also hilft, bestimmt. Was ist das für eine Tätigkeit?
Wie können wir ein Muster drumherum ziehen? Das können wir Brotbacken nennen. Das Resultat ist das Brot. Der Bedarf ist ungefähr Ofen, Brotteig, eine Schaufel, wieder eine Schürze. Das Nebenresultat hier mehr oder weniger zufällig mit angegeben ist der verschmutzte Ofen. Genau ist eben das als eine Tätigkeit im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess. Und das ist einfach das Brotessen. Das Brotessen befriedigt das Hungerbedürfnis. Der Bedarf wäre das Messer, ein gebackenes Brot und irgendein Aufstrich. Verständnisfragen übrigens reinwerfen und Diskussionsfragen machen wir dann am Ende. Und im Zweifel kann ich das ja sagen, ob das jetzt zu lange braucht oder so. Also gerne einfach, wenn irgendwas unklar ist, einfach reinwerfen. Gut, was haben wir davon, von diesen Tätigkeitsmustern, wenn wir die so ein bisschen gefasst haben? Tätigkeitsmuster ist einfach erstmal, ich teile mein Wissen mit anderen auf irgendeine Weise, wo andere das vielleicht dann auch ausführen können, wo man damit was machen kann und so weiter. Und das ist auch nichts Mystisches. Ja? Das wird jeden Tag gemacht. Also es gibt WikiHow, kommt dem am nächsten. Das hat wird gesagt, was brauchst du oder was willst du als Resultat? Es werden verschiedene Möglichkeiten, Methoden, nennen sie das, angeboten. Es gibt Bedarfe darin, das ist toll. iFixit zum Reparieren von elektronischen Geräten. Auf YouTube teilen viele Menschen ihr Wissen, zum Beispiel auf YouTube oder auf PeerTube oder wo auch immer, wie man etwas bestimmtes ausführt. Theoretisch können wir da eine Maske drüberlegen über YouTube-Videos und sagen, was ist das Resultat, was da beschrieben wird, was ist der Bedarf, der quasi vorkommt im Video. Wir können das technisch lösen. Oder auch Rezepte wie auf Chefkoch. Also Rezepte sind so das Tätigkeitsmuster schlechthin. Es wird gesagt, Gericht ist das Resultat, Zutaten sind der Bedarf und dann gibt es eine Beschreibung, wie das quasi ausgeführt wird, wie der Bedarf verwendet wird, damit man am Ende das einfache Brot hat. Ja? Aber was uns an Tätigkeitsmustern wesentlich mehr interessiert, ist, dass wir durch Tätigkeitsmuster die Möglichkeit haben, diese individuelle Erfahrung auch zu gesellschaftlichen Prozessen zu verknüpfen. Ja, also wir können die in einen Zusammenhang stellen und daraus Ketten bilden. Wenn wir zum Beispiel das Brotessen nehmen, ja, diese Tätigkeit, die wir schon kennen, und sagen wieder, okay, der Bedarf, Brot ist nicht verfügbar, die Person würde gerne Brot essen, es gibt aber kein Brot. Aber wir kennen eine Tätigkeit, die hier als Tätigkeitsmuster gefasst ist, und der ist Brotbacken. Und der Bedarf der einen Tätigkeit ist das Resultat der anderen Tätigkeit. Ja? Also da kann eine semantische, wie auch immer, Verbindung hergestellt werden zwischen diesen verschiedenen Tätigkeiten, dass ausgewählt werden kann, okay, wenn es ein Brot fehlt, gibt es diese oder andere Tätigkeiten, die diesen Bedarf decken können. Ja? Und jetzt sage ich mal, beim Brotbacken hat es auch einen Bedarf. Der Bedarf ist der Brotteig. Wir kennen wieder eine Tätigkeit, die Brotteig hervorbringt. Das ist das Brotteig herstellen. Und die können wieder verknüpft werden. Erstmal, ja. Zuletzt hier das Nebenresultat, die Verschmutzung des Ofens, des Brotbackens. Auch hier können wir wieder Tätigkeiten direkt damit verknüpfen. Erstmal, wenn wir es richtig definiert haben. Und zwar die des Ofenreinigens, die das wiederherstellt. Jetzt in dem vereinfachten Beispiel hätten wir jetzt das Bedürfnis Hunger und es gäbe jetzt vier Tätigkeiten in einem näheren Zusammenhang, die dafür sorgen, dass dieses Bedürfnis Hunger quasi am Ende des Tages gestillt werden würde. Ja? Aber die Sache ist, und das ist ja wichtig, dass es nur ein bestimmtes Szenario ist. Ja, ein Szenario ist, so könnte man es machen, aber es gibt auch noch andere Wege, das zu machen. Ja? Und wir haben zum Beispiel, könnte man ja genauso, anstatt Brot zu backen, könnte man ja genauso Brot transportieren. Vielleicht ist ja irgendwo schon gebackenes Brot. Und warum sollten wir ein neues Brot backen, wenn wir es auch einfach von A nach B bringen können, wenn das da übrig ist? Würde ja genauso funktionieren. Oder vielleicht ist irgendwo Brot eingefroren und man könnte auch, wenn es für die Person in Ordnung ist, die das Brot essen möchte und so weiter, man könnte auch einfach dieses Brot auftauen und dann hätte man auch Brot. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, gesellschaftliche Probleme zu lösen über Tätigkeiten. Ja? Und das ist, macht alles natürlich komplizierter, aber gibt uns auch viel, viel mehr Freiraum, wie wir eben Probleme
im gesellschaftlichen Raum lösen können. Und die erste Frage ist, wann ist ein Szenario sinnvoll, wann ist ein Szenario nicht sinnvoll, ist, indem wir uns den lokalen Kontext davon anschauen. Ja? Also wenn wir jetzt irgendwie Software haben, ja, wenn wir es irgendwie Software benötigen, dann können wir weitgehend überall einfach auf F-Druid gehen oder so und diese Software runterladen und die ist überall, wo es Internet gibt und Zugriff aufs Internet gibt, überall verfügbar, weil es quasi sich teilen lässt, sich beim Teilen vermehrt und so weiter. Aber jetzt außerhalb dieser digitalen Welt ist natürlich, das sind die Dinge unregelmäßig verteilt. Ja? Also in dem Dorf ist das und das, in der Stadt ist das und das, in der Wüste gibt es diese Möglichkeiten nicht. Und weil es verschiedene Dinge quasi in der Umgebung gibt, lassen sich bestimmte Szenarien ausführen. Erstmal andere lassen sich nicht ausführen, sind nicht sinnvoll. Wieder ein Beispiel, wir haben hier diese Stadt, wo es ein bisschen angegraut ist, was denn prinzipiell zur Verfügung stehen würde. Und es ist ein naives Szenario, ja? Dass es einfach so Dinge zur Verfügung steht und jeder kann darauf zugreifen und die nehmen. Das ist nicht realistisch, aber wir arbeiten natürlich damit, weil wir immer ein bisschen vereinfachen müssen erstmal. Da geht es dann eben um die Regelsetzung, um Transparenz machen von Informationen, um Absprachen treffen und so weiter. Das ist nochmal ein eigener Prozess. Aber wir haben den Bedarf Brot. Wir können jetzt sagen, das eine Szenario war Brot transportieren. Wir schauen uns hier in dem Umfeld um und sehen, okay, es gibt einen Transporter, aber es gibt jetzt kein fertig gebackenes Brot irgendwo den Informationen nach, die wir haben. Deswegen ist das Szenario Brot transportieren jetzt nicht möglich. Ja? Also nicht möglich auszuführen, weil es einfach im lokalen Kontext an den Dingen fehlt, die wir verwenden können. Szenario, das zweite alternative Szenario, das Brot auftauen. Wir können es umschauen, vielleicht ist jetzt irgendwo ein Ofen. Ist ein einfaches Ding, ja. Ist ein Ofen, vielleicht ist irgendwo eingefrorenes Brot, das man verwenden darf. Ist ein bisschen weit weg, also wenn man sagen, irgendwie lokal ist oben, das braucht jemand Brot, ist ein paar Straßen weiter auf jeden Fall, muss man ein Stück weit laufen. Aber theoretisch könnte man diese Tätigkeit ausführen und dann hätte man Brot. Oder in unsere... Ja. Jetzt gibt es hier natürlich auch in diesem Beispiel eine freie Bäckerei, die man einfach verwenden darf. warum nicht? Ja, es ist wirklich sehr vereinfacht und genau. Da ist eine Bäckerei und die Tätigkeit des Brotbackens könnte da ausgeführt werden. Da ist alles vorhanden. Ich kann mir die buchen, ich kann da reingehen, ich kann das verwenden, theoretisch. Es gibt halt keinen Brotteig, aber es könnte genauso die Tätigkeit des Brotteigherstellens ausgeführt werden mit den Dingen, die dort vorhanden sind. Also am Ende des Tages haben wir von den drei Szenarien, die wir am Anfang aufgemacht haben, haben wir noch zwei Szenarien übrig, die theoretisch quasi in dem lokalen Kontext erstmal sinnvoll sind, auszuführen anhand der Informationen, die wir darüber haben. Aber jetzt ist halt die Frage natürlich, wie unter den Bedingungen der freiwilligen Selbstzuordnung ein effizienter Plan herausgestellt werden kann. Das heißt, wir können nicht sagen, dieser Plan oder das ist quasi effizient und das soll gemacht werden, weil das Einfachste ist. Weil wer sagt denn das? Also wir sind ja auf Augenhöhe, wir sind selbst organisiert. Wer soll mir denn sagen, was ich zu tun habe? Also da haben wir die Macht nicht und wollen die Macht nicht und wäre einfach super nervig. Also wie kann man jetzt irgendwie trotzdem sagen, wir wollen irgendwie effizient sein, weil der Kapitalismus sehr effizient ist. Ja? Und wir wollen nicht irgendwie sagen, wir bauen so unser eigenes Ding und wir machen das so, wie wir wollen und bla und bla. Also natürlich machen wir das. Aber wir wollen am Ende Effizienz erreichen, dass wir wirklich sagen können, wir haben eine Reproduktionsweise, eine Lebensweise, die am Ende des Tages vielleicht sogar, mit der man sagen kann, wir kommen aus dem Kapitalismus raus. Ja? Und da brauchen wir Effizienz im Sinne von Bedürfnisbefriedigung. Ja? Nicht Effizienz im Sinne von Profitstreben, sondern Effizienz im Sinne von Bedürfnisbefriedigung soll angestrebt werden. Ja? Also die Frage ist, was wird in welcher Reihenfolge Lokalbeteiligten vorgeschlagen, um Effizienz zu erlangen? Das heißt, das ist innerhalb der Bedingungen möglich, einfach zu sagen, wir machen Vorschläge. Also wenn jemand darauf Bock hat, dann ist das effizient. Wenn niemand darauf Bock hat, dann halt nicht. Ja?
Also wir schauen uns erstmal an, okay, wieder Tätigkeit, Brot essen, Bedarf, wieder das Brot. Und dann schauen wir an, welche Szenarien sind im lokalen Kontext überhaupt jetzt sinnvoll. Ich rede jetzt immer von Aufwand und am wenigsten aufwendig. Und jetzt steht da quasi Minute. Und das ist so halb richtig, das ist nicht ganz richtig. Der Aufwand an sich hat keine Einheit. Minute ist auch nur ein Beispiel jetzt quasi, wie Aufwand vielleicht gefasst werden kann. Es heißt aber nicht, dass wir unbedingt mit Zeit als Aufwandseinheit arbeiten. Es soll es wieder mal nur ein bisschen vereinfachen. Aber jetzt mal wirklich einfach nur Zeit genommen. Und dann schauen wir die beiden Szenarien an und das Brot auftauen. I don't know. 3 Minuten pro Stück Brot. Ja? Brot backen dauert vielleicht das Brot backen selbst 2 Minuten pro Stück Brot und das Brotteig herstellen 4 Minuten pro Brotteig. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich behaupte es jetzt mal. Was wir dann machen können, ist zu sagen, okay, wir haben diese Szenarien verglichen, wir wissen, dass Brot auftauen ist das am wenigsten aufwendige Szenario und schlagen dann den lokal Beteiligten vor, jo, hat jemand Bock? Das Brotbeispiel ist jetzt nicht am besten, ja? Aber hat jemand Bock, Brot aufzutauen? und parallel fragen wir dazu ab, quasi, hat überhaupt jemand vielleicht Brot zu Hause und hat es einfach nicht vermittelt, weil nur weil ich jetzt gerade Brot übrig habe und das nicht brauche, heißt es nicht, dass ich das in eine Software sofort einspeise und irgendwie das allen Leuten irgendwie bekannt mache, weil mir das viel zu aufwendig ist. Also mir parallel eine Abfrage, vielleicht hat jemand einfach Brot zu Hause rumliegen und möchte das mit jemandem teilen. Oder weiß jemand, wie man sonst den Bedarf Brot decken kann, außerhalb der Möglichkeiten, die jetzt die Software schon kennt. Und je mehr wir quasi wissen, also je mehr Tätigkeitsmuster es gibt, die verarbeitbar sind, desto mehr Möglichkeiten hat man auch in einem lokalen Raum eben von Markt und Stadt unabhängig, Bedürfnisse zu befriedigen oder solche Strukturen aufzubauen. Also wir brauchen Wissen, wissen wir da auch quasi mit abgefragt. Und jetzt sagen wir mal, es ordnet sich niemand zu, niemand hat Bock, Brot aufzutauen, weil das eben zu blöd ist. Dann wird quasi nach einer gewissen Zeit das Brotbacken vorgeschlagen noch als das Szenario mit dem zweitgeringsten Aufwand. Es wird wieder gefragt, parallel dazu von wegen, wenn niemand Bock hat, irgendwie Brot aufzutauen, hat vielleicht jemand Bock, Brot zu backen und vielleicht sagt dann jemand, ja, Brot backen taugt mir, gefällt mir, warum auch immer. Und dann wiederholt sich einfach dieser selbe Prozess. Das sagen, okay, wir haben den Bedarf nach einem Brotteig wieder da und das einfachste Szenario und eigentlich das einzige, das wir jetzt gerade kennen, ist quasi das Brotteig herstellen. Möchte das jemand ausführen oder hat jemand Brotteig zu Hause oder weiß jemand, wie man sonst quasi mit anderen Dingen quasi Brotteig herstellen kann. Das ist jetzt, ich sag mal, das macht jemand. Die Leute kommen ins Gespräch, die das gesagt haben, sie wollen das tendenziell ausführen, sagen, sichern das zu, auch nochmal als einen Prozess irgendwie sich abzusprechen, die Koordination quasi zu planen. Auch dafür braucht man wieder Werkzeuge und Möglichkeiten, das effizient zu gestalten. Aber an sich haben wir hier in diesem, was wir verteilten Planungsprozess nennen, jetzt natürlich mit diesem super einfachen Beispiel, aber haben wir Möglichkeiten durch die Reihenfolge der Vorschläge, was es zu tun gibt an Lokalbeteiligte, in Richtung einer effizienten Kooperation zu kommen, die eben, aber trotzdem eben, wo Leute Bock drauf haben, die eben freiwillig ist. Aber die wichtige Frage ist natürlich, was man sich jetzt hier denken kann, warum machen das die Leute überhaupt? Ja? Also warum sollte sich überhaupt jemand, also es gibt viele Gründe, Leute machen es super viel freiwillig, aus unterschiedlichsten Motivationen. Aber gibt es vielleicht noch andere Gründe, sich einzubringen? Und für uns ist die Antwort auf diese obere Frage dieselbe Antwort wie auf die zweite Frage, wie gestalte ich Gesellschaft nach meinen Vorstellungen? Ja? Und für uns ist das die Methode der Berücksichtigung. Die Methode der Berücksichtigung unterstützt Beteiligte, sich Tätigkeiten zuzuordnen, die ihren eigenen Prioritäten und Interessen entsprechen. Die Berücksichtigung geschieht über Lebensaspekte. Und das wollen wir uns natürlich wieder anschauen, was das bedeutet. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Alice. Und Alice berücksichtigt
einen bestimmten Lebensaspekt. Einerseits möchte ich es allgemein lassen, aber dann wird es auch, sagen wir mal, Arbeitslosigkeit. Okay? Alice berücksichtigt Arbeitslosigkeit. Und Arbeitslosigkeit betrifft Bob und Carol. Ja? Bob und Carol sind beide arbeitslos, sind also vom Lebensaspekt Arbeitslosigkeit betroffen, den Alice berücksichtigt. Bob und Carol haben beide wieder mal Hunger. Bob kann seinen Hunger stillen durch Brot. Carol möchte irgendwas essen, wo Salat drin vorkommt. Also wir haben quasi wieder im lokalen Kontext sinnvoll vorgeschlagene Tätigkeiten, die auf Bob und Carols Bedürfnisse deuten. Und jetzt quasi können die als persönlich relevant markiert werden. Das ist das Wichtige. Zuerst kann man sich vorstellen, I don't know, wie eine Dating-App. Ja, ich sehe diese verschiedenen Tätigkeiten vor mir. Die haben erstmal keine Bedeutung für mich. Ich kann sagen, ich habe Bock, die auszuführen, ich habe keinen Bock, die auszuführen, warum auch immer. Aber wenn ich quasi einen Lebensaspekt berücksichtige und dieser Lebensaspekt bestimmte Personen betrifft und diese Tätigkeiten auf diese Personen helfen, diese, für diese Leute da sind, dann kann ich die mit einer Bedeutung versehen lassen, also die als persönlich relevant markieren. Und dann weiß ich, okay, das ist nicht nur irgendeine Tätigkeit, es ist eine Tätigkeit, die das unterstützt, was ich wichtig finde. Zum Beispiel jetzt in dem verbalen Beispiel Arbeitslose zu unterstützen. Ja? Was können zum Beispiel Lebensaspekte sein? Das ist zum einen Aufwand für andere. Ja? Wirft viele neue Fragen auf. Aber zum Beispiel Carol ist jetzt bei einem freien Softwareprojekt aktiv und macht damit und beantwortet ganz viele Fragen auf Stack Overflow und teilt quasi ihr Wissen und ist dann auch noch ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz aktiv. Und Alice kann sagen, das ist mir wichtig, diese drei Sachen, ich finde das cool, wenn Leute das machen und ich möchte für Leute da sein, die sowas machen. Dann ist das aufs Feld gehen für Alice persönlich relevant markiert. Dann gibt das Sinn für sie, diese Tätigkeit zu machen, wenn sie dafür da sein möchte. Bob hat zum Beispiel sich über die Software-Infrastruktur viel eingebracht. Ja, über diese Struktur, die wir eh kennen, mit der wir eh arbeiten, über Tätigkeitsmuster und hat sich da Tätigkeiten angenommen. Alice möchte wieder sagen, ich möchte für Leute da sein, die halt auch was für andere gemacht haben, weil ich das als fair empfinde und kann so quasi sich die Tätigkeit des Brotbackens, die auf Bob zusteuert, als persönlich relevant markieren lassen. Und das eben kann auch Bobs Motivation gewesen sein, überhaupt erst vielleicht Brot zu backen, in der Hoffnung, dass anderen Leuten das wichtig ist. Wenn es nahegelegt wird, für Leute da zu sein, also es ist einfach notwendig, dass Leute was machen füreinander. Und wenn Leute das akzeptieren, weil wenn ihnen das persönlich wichtig ist, wirklich für Leute da zu sein, die was gemacht haben, dann können die das. Ja, und mein tendenzieller Vorteil, was zu machen, kann sein, dass andere Leute mich dadurch berücksichtigen. Aber er ist tendenziell, weil niemand Alice zwingt, das zu tun. Wenn Alice sagt, das ist mir wurscht, was andere gemacht haben, ja, ich mache das einfach nur und ich bin für anderes da, dann hat Bob auch überhaupt keinen Vorteil davon, sich einzubringen. Ja? Das ist die Bedingung von Freiwilligkeit und Selbstorganisation. Niemand kann Alice zu irgendwas zwingen, aber es kann ihr nahegelegt werden oder wenn sie das eben möchte. Lebensumstände können berücksichtigt werden. Das heißt, wenn Alice für Leute, die jetzt spezifisch im Rollstuhl sitzen, da sein möchte, können ihr diese Tätigkeiten als persönlich relevant markiert werden. Wenn sie für Leute da sein möchte, die wenig Geld haben, kann ihnen diese Tätigkeiten als persönlich relevant markiert werden. Wenn sie für Alleinerziehende da sein möchte, all das ist tendenziell möglich. Es ist hier super viele Fragen mit Datenschutz, die es aufwirft, mit Verarbeitung. Es hört nicht auf, diese Fragen, und es sind wichtige Fragen. Und das Wichtige hier an der Stelle ist, Konzeption und technische Umsetzung sind zwei vollkommen getrennte Dinge. Ja? Also erstmal Konzeption steht für sich und dann schauen wir in der technischen Umsetzung, wie wir es irgendwie hinkriegen können und welche Möglichkeiten es da gibt und welche Möglichkeiten es hoffentlich in Zukunft gibt, die das noch mehr unterstützen und so weiter. Aber erstmal Konzeption steht erstmal für sich alleine. Persönliche Beziehungen, wenn jetzt zum Beispiel ich für meine Familie da sein möchte, meine Freunde da sein möchte. Alles möglich, wenn das eben irgendwie verarbeitbar ist. Als letzter Punkt in der, ja, danke. Mir ist gerade nicht ganz klar, wer
richtet denn jetzt die Tätigkeitsmuster für Bob und Alice, Bob und Carol, Entschuldigung, und das dann jetzt jeweils Bob und Carol, nicht der Gesetzgeber, oder ist das? Das wäre in dem Sinne, vielen Dank, Alice. Also wir reden davon, Alice hat diese Tätigkeiten zur Auswahl einfach vorgeschlagen. Ich meine, sie kann alles andere auch machen, aber erstmal über das Infrastruktur wird ihr das vorgeschlagen, dass diese Tätigkeiten. Drei? Ja. Ja? Okay. Die Batterie ist fast leer. Wer hat denn die nicht ausgetauscht? Okay, mach mal kurz weiter. Es wird gleich wieder ausgehen und ich versuche es dann noch mal hinzubekommen. Okay. Ah, das hört sich besser an. Genau. Alice berücksichtigt Arbeitslosigkeit, aber möchte das irgendwie verifiziert haben. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, die selbstbestimmte Verifizierung. Und wenn ihr Ideen dazu habt, warum das Quatsch ist, dann haut das raus am Ende. Weil es wirklich darum geht, wir machen diese Konzeption, wir arbeiten einfach daran, dass wir so eine Infrastruktur unterstützen. Manche Ideen sind gut, manche sind nicht so gut. Ist jetzt eine Idee. Okay, jetzt sagen wir zum Beispiel, damit Bob quasi diese Arbeitslosigkeit verifiziert. Nice, danke. Cool, sehr vielen lieben Dank. Genau, eine Methode, die ich jetzt zum Beispiel für sowas, ich bin ja zum Beispiel kein Techniker, ich bin kein Entwickler, ich kann keine Zeile Code schreiben, ich mache nur so Theoriezeug. Die ich irgendwie als möglich empfinde, ist, Bob wird zum Beispiel, ja, ganz random bei irgendeiner lokalen Vertrauensgemeinschaft, Mitglied, die Vertrauensgemeinschaft sieht so aus, dass es Leute sind, die sich kennen und sagen, jo, wir vertrauen einander und wenn jemand solche Angaben macht, dann sind die auch richtig und wenn jemand falsche Angaben macht, dann fliegt er raus und wird irgendwie sanktioniert dazu. Aber Alice beschert das nicht, weil sie der Vertrauensgemeinschaft entweder nicht vertraut, ja, wenn sie sagt, die mag ich nicht, oder sie kennt sie einfach nicht. Ja, also man kennt ja auch nicht alles, was so da ist. Und sie sagt einfach, das ist einfach keine Verifizierungsmethode, die für mich irgendwie sinnvoll erscheint. Und parallel dazu beantragt Bob dann bei einer staatlichen Institution, zum Beispiel im Arbeitsamt, eine Verifizierung seiner Arbeitslosigkeit. Das Arbeitsamt ist in irgendeiner Partnerschaft und verifiziert das in einer Weise, die für Software auslesbar ist und glaubwürdig ist. Und Alice vertraut vielleicht dieser staatlichen Institution, vielleicht vertraut sie allen staatlichen Institutionen.
Auf jeden Fall vertraut sie dieser Verifizierungsmethode von Bob. Und weil sie dieser Verifizierungsmethode vertraut, werden dann diese Tätigkeiten erst dann, vorher waren das irgendwelche Tätigkeiten, die für Alice überhaupt keine Bedeutung hatten, jetzt, weil quasi die Verifizierungsmethode, die Bob gewählt hat und der Alice vertraut, quasi zusammenpassen, werden diese Tätigkeiten als persönlich relevant erst markiert, weil das, genau. Kann sein, dass es so funktioniert. Wir sind auf der Suche. Auf jeden Fall, es können viele Fragen jetzt soweit erstmal aufgetreten sein und besonders eben Datenschutz und wie sieht die Infrastruktur aus, wie schafft man das irgendwie verteilt irgendwie darzustellen und also ist alles schwierig, aber ich glaube, es ist alles auch, es gibt Möglichkeiten, solche Probleme zu lösen und vielleicht hier zur Konzeption abschließend, dass wir wirklich nochmal, wir machen Werkzeuge, die Handlungsfähigkeit erweitern sollen, dass wenn ich irgendwie diese Apps habe oder sowas, dass ich damit mehr machen kann, anders nochmal in Gesellschaft reingehen kann, als ich es bisher kann, nicht nur mich für Lohnarbeit bewerben oder sowas, um was zu tun, sondern auch eine andere Möglichkeit habe. Aber auch immer ganz wichtig, über die Software werden tendenziell keine allgemeingültigen Entscheidungen getroffen. Ja? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir uns an die Karte zurückerinnern mit der freien Bäckerei und so, ja, und wir ordnen einfach, wir sagen, okay, Softwarestruktur und das benutzt jemand und bla bla bla. Wer gibt uns als Software-User und Userinnen das Recht, diese freie Bäckerei einfach für uns zu beanspruchen? Ja? Wenn das jetzt nicht ganz klar geregelt ist, dass es in Ordnung ist, muss man noch mit diesen Menschen, die nicht Software verwenden, erstmal ins Gespräch kommen, da Schnittstellen aufbauen, gemeinsame Diskussionen und sowas aufbauen. Das ist nicht so einfach. Wir können nicht einfach alles über Software planen, weil das nicht irgendwie die staatliche Macht ist oder sowas. Ja? Wir können nur unterstützen. Ja? Aber das können wir. Wir können über solche Software-Tools im Zusammenhang eben gemeinsam, also als verschiedene Projekte, die Verschiedenes machen, uns eben einer von Markt und Staat unabhängigen Lebensweise langsam annähern. Ja? Und das ist cool. Und es ist auch cool, finde ich jetzt, zu sagen, wenn Leute sagen von wegen, ja, Markt und Staat und Kapital ist zwar scheiße, aber wir haben halt keine Alternativen, können wir vielleicht am Ende des Tages sagen, doch, haben wir. Ja? Es gibt andere Möglichkeiten, ohne die Komplexität hinter uns zu lassen, die wir heutzutage haben, Gesellschaft in Gesellschaft zu sein mit anderen. Und das ist viel wert, und das wirklich auch tun zu können und aufbauen zu können. Und genau, und was ich super elementar finde, eben, dass das Internet eben, wir haben das, wir haben die Verbreitung des Internets, wir haben die Verbreitung von Zugriffsmöglichkeiten auf das Internet, wir haben das in der Menschheitsgeschichte noch nie gehabt, so diese Möglichkeit, so ein Kommunikationsnetz zu haben untereinander. Uns wirklich nicht irgendwie, I don't know, über ein Rätesystem oder sowas miteinander Verbindung setzen, sondern wirklich auf Augenhöhe, das gab es noch nicht. Das Internet gibt uns da einfach Möglichkeiten, Gesellschaftlichkeit aufzubauen und zu betreiben, die einfach nicht denkbar waren in den letzten abertausenden Jahren. Das ist insane. Also das ist echt, das ist eine Möglichkeit, die, also gegen alle Widerstände, die es gibt und alle Fragen, die es noch gibt, die man begehen kann. Und das war nicht mein Abschlusssatz. ich sage noch ganz kurz was zur Umsetzung, was wir gerade machen. Und dann ist es das Ende davon tatsächlich. Genau, ich glaube, viele Leute wundern sich. Wir reden so ziemlich groß daher, also wollen Kapitalismus aufheben und so weiter. Was wir gerade machen, heißt ISMIT-App. Wir versuchen Leuten zu helfen, miteinander zu kochen und Zutaten zu teilen und Gerichte zu teilen und so weiter. Es ist eine Aufgabe, eine eigene Aufgabe von dieser Abstraktion, wirklich zu sagen, was ist konkret und wie kommen wir konkret einfach in den Lebensalltag rein, wie können wir erstmal Strukturen aufbauen, wo wir Sachen ausprobieren können, aber wo auch so andere Selbstverständlichkeiten miteinander umzugehen wachsen können. Deswegen, genau, ist mit der wirkt bescheiden, ist aber ein Ansatz, uns dem anzunähern. Koch-Events vorgeschlagen, selbstgemachtes Teilen, Zutaten weitergeben, fotografieren, was man hat, auf einer Karte hier sehen, wo es etwas gibt, wo ich mich einbringen kann und so weiter. Ganz elementar, ich habe ein Event, Rezepte sind vorgeschlagen,
Ich sehe die einzelnen Zutaten, die einzelnen Bedarfe des Gerichts. Leute können sich eintragen, was sie mitbringen, damit so ein Prozess entsteht, dass nicht eine Person alles kaufen muss, sondern wirklich, wer bringt was irgendwo mit. Ja? Und ganz elementare Tätigkeiten, zum Beispiel jemand hat etwas gekocht, ich sage jetzt mal einen großen Eintopf, und sagt, Leute können sich da was abholen, dass ich mich eintragen kann von wegen, ja, ich hätte das gerne, aber ich habe eigentlich keine Zeit mehr, es abzuholen, weil ich zum Beispiel alleinerziehend bin. Und wirklich sagen, ich hätte das gerne und bin dort und dort. Und wenn dann eine andere Person, das ist so da die Idee davon, dass wenn eine andere Person sich auch was abholt, dass der noch vorgeschlagen wird, jo, wenn du schon was abholst, magst du vielleicht der Person was mitbringen. Liegt irgendwie vielleicht auf dem Weg oder kannst du dir anschauen, in welcher Nähe das liegt. Das ist so eine ganz basale Möglichkeit, sich dieser Konzeption anzunähern. Und jetzt als allerletztes habe ich eine Frage an Techies, die sich auskennen. So, wie kommt man von IstMid-App zu einer Infrastruktur? Und jetzt möchte ich wirklich, genau. Was wirklich eine Frage ist, es sind offene Fragen, die ungeklärt sind. Und falls jemand sich denkt, wenn ich jetzt rede, jo, ist doch sinnvoll oder ist Quatsch oder so und so kann man es machen, dann bitte meldet euch bei uns. Ein Gedanke zur Infrastruktur ist zum Beispiel, dass wir sagen, wir haben diese IstMid-App, wir haben das ActivityPub-Protokoll, wir können quasi mit Mobileson, diesen aus dem Fediverse, dieser App, können wir diese öffentlichen Events teilen und quasi so uns da beitragen. Diese Events können quasi auf Mastodon und auf sonstigen Fediverse-Tools quasi weitergeteilt werden. So kommen wir quasi zu einer bisschen Integration, zu einer informellen Infrastruktur. Unser Plan ist es, uns mit anderen Apps zusammenzuschließen. Es gibt zum Beispiel die Carrot-App, die machen wirklich sehr, sehr cooles Zeug. Das sind wie Foodsharing, nur selbstorganisierter, weniger hierarchisch. Das sind auch dieselben Leute, die App entwickeln, auch freie Software. Und wie kann man es schaffen, von so einer IstMid-App mit der Carrot-App, dass sie quasi, die retten Lebensmittel irgendwie von Supermärkten und so weiter, dass die Zutaten bei der IstMid-App angezeigt werden, als zur Verfügung stehen. Wie können wir Gerichte und Events mit Carrot teilen, mit den Usern? Wie macht man das? Und gibt es vielleicht die Möglichkeit, weil bei Carrot kann man sich Tätigkeiten zuordnen, zum Beispiel halt Sachen vom Supermarkt abholen. Dann gibt es so verschiedene Slots, man kann sich eintragen. Bei der IstMid-App gibt es verschiedene Tätigkeiten wie Kochen oder Lebensmittel ausliefern. Können wir es irgendwie schaffen, diese Tätigkeiten aus den einzelnen Apps herauszuholen und so eine Art Tätigkeiten-Aggregator-App aufzubauen, wo verschiedenste Tätigkeiten dann zusammengeführt werden, die ich quasi ausführen könnte im gesellschaftlichen, in dem lokalen Raum, in dem ich mich gerade bewege. Funktioniert das? Und funktioniert es zum Beispiel über ActivityPub, hilft uns das? Oder über das Bonfire Network, die zum Beispiel so eine Ready-Flow-Extension haben? Müssen wir auf die Holochain warten? Wir wissen es echt nicht. Also genau. Wir sind echt tatsächlich, wir haben ein großes Ziel, wir haben viel vor und sind ein relativ kleines Team. Da stand mal näher, wo wir Unterstützung brauchen. Aber am Ende des Tages brauchen wir echt überall Unterstützung. In der theoretischen Konzeption, in der technischen Konzeption, in der Entwicklung, in Social Media, in allen Bereichen von Projektkoordination. Und wir würden uns einfach total freuen, falls jemand sich mit Ideen einfach einbringt oder irgendwie Gedanken hat oder einfach, genau, kennt ihr. Genau, vielen Dank. Erstmal an all die Leute, die diese Logos gemacht haben, diese Icons vom Norm Project, die ich verwendet habe. Es sind nicht alle zu sehen, das ist ein kurzer Vortrag. Vielen Dank an die ganzen Bilder, die ich verwenden durfte. Leute, die Sachen Creative Commons Lizenz hochladen, sind echt der Hammer. Sonst wäre sowas nicht möglich. Vielen Dank dafür und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und das möchte ich unbedingt anheben, vielen Dank für die Orga und die den Prozess macht und für die Techniker und Technikerinnen und vielen Dank für die Anmoderation und echt so cool, dass es diesen Kongress gibt und dass ihr da seid und vielen Dank dafür. Genau. Das waren wir bei uns im ersten Realtreffen. Wir sind in Deutschland, Österreich und Schweiz verteilt. Da haben wir uns eigentlich zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, wir sind ein, zwei weniger jetzt.
verschiedene Daten, wenn ihr euch uns kontaktieren wollt. Ich bin hier, aber es gibt auch unsere Website, es gibt unseren Matrix-Kanal. Sowas. Genau. Jo. Es ist jetzt 20 nach 11. Das heißt, eigentlich der ganze Input ist vorbei. Wir haben noch 40 Minuten, wenn wir Bock haben, wenn es Diskussionssachen gibt, Anmerkungen gibt. Ich freue mich. Ansonsten können wir alle noch länger Pause machen. Ich glaube, 1 und 2. Okay. Und 3. Moment kurz. Und 4. Ja. Hört man mich in der Aufnahme? Ich würde dieses Mikro rumreichen, dann sind eure Fragen auch im Stream und in der Aufnahme zu hören. Wir haben leider nur 1 davon, soweit ich das sehe. Also reicht das am besten immer weiter. Habt ihr ein Konzept, wie ihr Qualifikation mit einbringen wollt? Geile Frage. Weil das so schwierig ist. Das ist so schwierig und das habe ich irgendwie, ich dachte, also ich schreibe diese Textreihe in verschiedenen Teilen, ich dachte, jetzt mache ich im zweiten Teil, habe ich gemerkt, da finde ich jetzt gerade keine Antwort, vielleicht im dritten oder vierten Teil. Das Problem bei Qualifikationen, wenn es quasi auf Augenhöhe verläuft und es quasi keine, sowas wie eine staatliche Instanz gibt, die sagt irgendwie, IHK ist irgendwie das Ding oder sowas, also wie bekommt man Qualifikationen irgendwie in so einem verteilten System hin, dass wirklich Leute nur Tätigkeiten ausführen, eigentlich für die sie qualifiziert sind? Das ist, glaube ich, die Frage. Und nein. Okay. Wirklich, also wirklich, ich schiebe das immer vor mir her, um wirklich mich intensiv damit zu beschäftigen. Ich hatte mal so Ideen und dann habe ich das, also ich, I don't know, wirklich. Also wenn du Ideen hast, würde ich mich mega freuen, weil, oder wenn, also Qualifikationen ist echt so viel schwieriger, ohne übergeordnete Instanzen weiterzugeben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auf jeden Fall, denke ich. Aber wenn ich jetzt darüber rede, dann würde ich mich zerfasern und das wäre einfach auch nicht wahr. Okay. Aber vielen Dank für die Frage, weil das echt, genau, super, super harter Punkt ist. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Hört man nicht durch das Mikro? Okay. Ich habe auch noch eine Frage dazu, welche Rolle spielen, also du hast es so aufgezeigt, dass es eine große Rolle spielt, wer sich quasi für welche Gruppe von Menschen interessiert. Hat das was damit zu tun, dass es eine soziale Interaktion auch zwischen diesen Menschen gibt? Mir macht es ein bisschen Bedenken bei dem Konzept, dass es dass ich die Sorge hätte, dass es zu Ungleichheiten führt, die wir jetzt auch schon haben. Also wenn es bestimmte Jobs gibt oder bestimmte Eigenschaften von Menschen, die wir besonders cool finden. Also ich würde ungern bei den Tätigkeiten, die ich tue, ständig Entscheidungen darüber treffen müssen, für wen ich jetzt gerne eine Tätigkeit tun möchte, anhand von einfachen Eigenschaften der Personen. Vielen Dank. Bin ich wieder weg? Nein. Genau, auch super, super spannende Frage. Es ist die Berücksichtigung über eben Lebensaspekte, dass die Hoffnung einerseits auch noch zu sagen, irgendwie Informationen zu haben, wer wir denn auch für Leute da sein zu können, für die anderen nicht da sind, die quasi von, die Hoffnung ist auch ein bisschen, dass es irgendwie Instanzen gibt, die gucken, wo wird Hilfe gebraucht und ich quasi sagen kann, ich vertraue dieser Instanz und bin dann dafür da, dass diese, für diese Instanz, ich sage wirklich, okay, das sind einfach jetzt gerade Leute oder Lebensaspekte, die nicht so auf dem Schirm sind, aber das sind, wo die realen Probleme, ich vertraue dieser Instanz und vertraue quasi deren Bewertung davon und lass mir das anzeigen, von wegen, jo, wenn die Instanz das sagt und das ausgewertet hat, dann lasse ich mir das so anzeigen. Ich glaube, diese Möglichkeiten gibt es halt. Und ich glaube, das wären halt, wo ich sagen würde, das, genau, würde das vielleicht klären. Ansonsten braucht man echt so viel Information, wo eigentlich gerade Hilfe ist, wenn man eben so Lebensaspekte berücksichtigt. Ich glaube, Lebensaspekte lässt halt, ist halt ein unglaublich großer Spielraum. Genau. Ich kann das irgendwie vielleicht auch deckeln, dass ich sage, irgendwie, ich möchte für Leute von der in der Richtung da sein, außer quasi alle anderen sind schon für die da. Auch das ist wieder so eine Datengeschichte, wie man das hinkriegt. Aber diese Möglichkeiten gibt es.
Und ich glaube eben, das ist eben darüber, ist es möglich, diesem Problem irgendwie Herr zu werden. Oder ja. Ende. Ich glaube, da findet man solche Lösungen, wenn man sie sucht. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, es gab noch 3 und 4 und dann 5. Vielen Dank. Auch danke dir für den Vortrag. Sind die Lebensumstände irgendwie mit den Bedürfnissen gekoppelt? Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht Unmut aufkommt, wenn ich sage, ich habe eine Person, die arbeitslos ist, die hat ein Bedürfnis nach einem Brettspiel, dass dann die Menschen, die denen helfen wollen, sagen, hey, warum brauchst du denn jetzt gerade in dem Moment ein Brettspiel? Weil das ist ja nicht lösungsorientiert für dein Problem quasi in der Richtung. Deshalb frage ich mich, ob die irgendwie gekoppelt sind oder ob das einen besonderen Grund hat, warum sie nicht gekoppelt sind. Mhm. Danke. Erstmal sind sie nicht gekoppelt. Und ist natürlich auch wieder die Sache, ist natürlich, wenn die Person sagt, die braucht das, müssen einzelne Menschen sagen können, von wegen, jo, also wenn mir das angezeigt wird, es wird ja quasi nicht irgendwie darüber gezeigt, diese Tätigkeiten müssen jetzt gemacht werden, sondern wenn ich sehe quasi, ich möchte für Arbeitslose da sein und dann kommt diese Tätigkeit, I don't know, Brettspiel bauen, besorgen für jemand, der arbeitslos ist. Und ich sage persönlich, jo, das hilft der Person jetzt nicht. Ja, dann mache ich das halt nicht. Weil es mir würde nur angezeigt, von wegen, das ist für eine Person, die meine Berücksichtigung, die eben im Rahmen meiner Berücksichtigung ist. Also mache ich das einfach nicht. Oder ich mache es halt, weil ich mir denke, die Person wird schon alleine besser wissen. Aber nochmal da anhängend, es ist noch nichts quasi erstmal gekoppelt. Es geht dann darum, wie man das umsetzt, nochmal wirklich technisch. Aber erstmal geht es wirklich vom bisherigen Konzept zu sagen, wenn ich das als richtig empfinde, das zu machen, mich dem hinzugeben, um für diese Person da zu sein, dann ist es erstmal, kommt es auf meine individuelle Bewertung drauf an, ob ich das als richtig oder nicht richtig empfinde, aber es gibt keine größere gesellschaftliche Ebene, die da quasi mitredet, ob das jetzt die Person braucht oder nicht. Ja, danke. 6, danke. Genau. Und 7. Ja. Ja, auch von mir danke für den Vortrag. Ich habe 2 Fragen. Einmal, du hattest relativ deutlich klar gemacht am Anfang, dass es euch um die Tools geht, um die Möglichkeiten zu erweitern. Welche Perspektive siehst du denn auf gesellschaftlicher Ebene? Weil das ist das, was ja eigentlich für diesen Wandel eine grundlegende Voraussetzung ist, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Siehst du da Tendenzen oder konkrete Projekte, Ansätze? Wie stellst du dir das vor? Meinst du jetzt auch so transformativ quasi gesellschaftlich oder meinst du wirklich, wie kann man damit? Siehst du, um es anders zu formulieren, siehst du aktuell gerade Tendenzen, die in diese Richtung gehen, wo du siehst, das sind gesellschaftliche Gruppenbewegungen, die diese Konzepte aufgreifen, um die tatsächlich in ihrer Realität umzusetzen? Ja, jetzt nicht mit dieser Konzeption. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, also die Konzeption, eben wir arbeiten da seit 3,5 Jahren ungefähr dran, jetzt mit Umsetzung und so. Also ich glaube nicht, dass wir große Gruppen inspiriert haben damit, dass sie jetzt irgendwie jetzt irgendwas anderes machen. Aber es gibt ja Commons-Projekte wie zum Beispiel solidarische Landwirtschaften, wo man seinen Beitrag zahlt, die quasi dann quasi so, ob es biologische Lebensmittel sind oder nicht, also die quasi, wo man ins Gespräch kommt und sagt, was wollen wir quasi essen und da quasi einen Anteil bekommen von der Ernte und so weiter. Es gibt zum Beispiel diese Mitmach-Supermärkte oder sowas, wie wo nur Leute quasi Essen einkaufen können, die auch mitarbeiten. Auch das ist quasi, damit einfach auch günstige Lebensmittel angeboten werden und man da rauskommt. Es gibt, oder keine Ahnung, Hackerspaces, glaube ich, ist auch, die halt Sachen zur Verfügung stellen, damit andere sie verwenden können, die sie nicht haben. Ich glaube, es gibt solche Punkte. Es gibt, glaube ich, Leute, die wollen sich bei sowas einbringen. Ich glaube auch sowas wie Deutsche Wohnen enteignet oder sowas. Das geht auch auf, dass Leute selbstbestimmt wohnen können und so. Also ich glaube, es gibt Menschen, die wollen das. Das sage ich jetzt mal selbstorganisiert. Freiwillig auf Augenhöhe und so miteinander umgehen. Und da versuchen wir eben so eine Struktur eben aufzubauen, die ja quasi genau solche Lebensweisen unterstützt. Ja.
Cool. Genau, das beantwortet meine Frage schon so ein bisschen. Dass ihr da versucht, auch Überlappung mit existierenden... Voll. Wir versuchen ja voll dran anzuschließen und genau. Und wie, oder seid ihr im Kontakt mit anderen Leuten, die ähnliche Ideen haben? Also mir fällt da zum Beispiel irgendwie partizipatorische Ökonomie ein. Das ist ein Konzept, was ich so aus dem amerikanischen Kontext kenne, was, glaube ich, in eine ähnliche Richtung geht, auch aus einem ähnlichen Hintergrund kommt. Seid ihr da in einem Austausch oder gibt es irgendwie einen globaleren Austausch in diesem Ideenraum, der euch bekannt ist, den ihr anstrebt? Es gibt einen, also was mega spannend ist, ist die Value Flows, das Projekt. Die hatten damals so eine Art SAP, so eine Art Ressourcenmanagement-System gebaut. Ich glaube, das Mikrofon muss dann nach da vorne wandern in die zweite Reihe. Erstmal. Oder? Nein. Das ist was, genau, stimmt. Genau, es gibt, das war ein Projekt irgendwie vor 15 Jahren oder so, mit so Rika oder sowas hieß das. Und die haben versucht, was sehr Ähnliches zu bauen. Das war total spannend. Aber als zentrale Plattform war das konzipiert. Und die haben gemerkt, irgendwie, die kommen mit dieser zentralen Plattform nicht weiter. Die Leute finden wenig neue Leute, die da mitmachen, auch was zum Batzen geworden ist, der schwer zu übersehen war. Und die haben gesagt, okay, wir brauchen verteilte Infrastrukturen. Und anders funktioniert das nicht. Und die haben dann quasi angefangen, eine Ontologie, ein Sprachsystem zu entwickeln, mit dem verteilte Apps quasi überhaupt zusammenarbeiten können. Das ist zum Beispiel diese Bonfire-Extension, das ist quasi sowas, was auf dem ActivityPub-Protokoll aufbaut. Die nutzt zum Beispiel diese Ontologie. Oder es gibt so ein Projekt, wo eben Holochain diese Ontologie benutzt. Dass man einfach mal sagt, okay, wenn wir solche Prozesse haben wollen, dann benutzen wir die Sprache. Wir sind nicht im direkten Austausch, weil sich die meisten Fragen eigentlich über Texte und sowas lösen lassen. Also der Austausch findet auf Textebene vielleicht statt. Aber wir hocken jetzt nicht irgendwie mit Leuten von der partizipativen Ökonomie zusammen unbedingt, weil wir auch noch nicht so weit sind. Also im Sinne von, die Konzeption ist unabgeschlossen, das muss erstmal zu Ende gedacht werden mit der Herangehensweise. Und dann muss man mal schauen, wo man irgendwie anknüpfen kann und wie man irgendwie ins Gespräch kommt. Aber das ist nochmal ein eigener Prozess dann. Ja, aber coole und wichtige Frage. Danke. Ja, also die Systematik deines Vortrags, die hat mich dazu gebracht, an ein Stichwort zu denken, was ich gestern gehört habe und nicht verstanden habe, weil ich es vorher noch nie gehört habe, aber was mir doch in diesen Zusammenhang gehört, und zwar Snow, ich richte die Frage nicht an dich, weil du hast jetzt umrissen, also womit ihr im Austausch seid, aber also das Wort, was ich nicht verstanden habe, ist Snowflake, und die Referentin da, die hat gesagt, also das ist, weiß jemand etwas davon, womit man gewissermaßen, also im Iran, das war das Beispiel, ja, wo das Internet abgeschaltet ist, wie man von außen mit einer Cloud oder keine Ahnung so etwas unterstützen kann. Also mir kam das einfach durch das, was ich hier gehört habe, und weiß, es passt jetzt hier nicht richtig hin, aber ja, wenn jemand im Raum etwas dazu sagen kann, würde ich mich freuen. Okay, cool. Und? Ah ja, danke. Also Snowflake ist eine Browser-Erweiterung, die es Menschen aus dem, zum Beispiel Iran, ermöglicht, anonymisiert zu surfen. Ich glaube, wenn man das einfach mal googelt, kann man sich das installieren. Dafür braucht man, glaube ich, einen Tor-Browser. Danach einmal googeln. Genau, er hat in der Tat hiermit nicht so viel zu tun, aber es ist, glaube ich, eine gute Sache. Ja, vielen Dank. Das muss bitte in die zweite Reihe, da war, glaube ich, die nächste Person. Ja, genau. Ja, auch von mir, danke für den spannenden Vortrag. Mich hätte interessiert zu dieser Idee mit der Berücksichtigung und den Vertrauensgemeinschaften. Habt ihr da schon ein bisschen übers Konzeptionelle hinaus experimentiert? Also diese Prozesse mal ausprobiert, wie die funktionieren, wenn echte Menschen das ausprobieren, und ob das tatsächlich zu einer gewissen Energie führt, wo die Freiwilligkeit sich quasi gut anfühlt und Leute dann mehr freiwillig machen wollen. Weil oft bei viel so Freiwilligkeitskonzepten klingen die konzeptionell sehr spannend, und in der Realität klappt es dann psychologisch einfach nicht. Ja. Danke für die Frage. Also erstmal, sowas wie Vertrauensgemeinschaft ist jetzt nichts, was wir irgendwie entworfen haben oder sowas, einfach nur von wegen,
irgendeine Institution, irgendeine Möglichkeit, egal ob es eine Vertrauensgemeinschaft, staatliche Institution ist, ob es Universität ist, von wegen irgendetwas, wo die Person Mitglied wird und das verifiziert diesen Lebensumstand. Und wenn dieses irgendwas von jemandem quasi vertraut wird, dann kann man quasi die Verbindung herstellen. Also so Vertrauensgemeinschaften sind jetzt kein Konzept, das wir jetzt irgendwie ausarbeiten. Nur kurz zu der Erklärung. Und wir haben bisher keine praktische Erfahrung, einfach weil wir, die ist mit Apps zum Beispiel, jetzt haben wir die Screens gehabt, ja, von der, die sind jetzt quasi vor 2 Wochen fertig geworden, das Masterarbeit von eben Lynn Friedrich, was mega cool war. Aber die Umsetzung davon ist auch immer noch nicht da. Aber das ist quasi eine App, mit der wir erstmal versuchen, erste Erfahrungen in dem Raum zu machen, was angenommen wird und so weiter. Und bisher haben wir diese Erfahrung einfach nicht und deswegen hoffen wir da quasi so Antworten auch erstmal da zu haben. Genau. Weil ich das auch sehe, also das Problem mit Freiwilligkeit und Vertraut mit dem und so weiter, das sind riesige Fragen und genau. Dankeschön. Ich glaube, erste Reihe. Und ja, von mir auch vielen Dank. Ich habe an einer Stelle ein bisschen den Stutz, und zwar, warum denn so wichtig ist mit dieser Verifizierung, also warum alles dann nur bestimmten Leuten ihre Tätigkeit anbieten will, die sie eigentlich gerne macht. Warum es so wichtig ist, dass die dann beweisen, dass sie arbeitslos sind oder im Rollstuhl oder sonst was. Weil zumindest bei meinem Modell, oder wie ich mehr favorisiere, ist, dass wenn sichergestellt ist, dass meine Grundbedürfnisse oder dass meine Bedürfnisse gedeckt werden, dann kann mir eigentlich egal sein, was mit meiner Tätigkeit dann sozusagen die ich der Gemeinschaft zur Verfügung stelle, was damit passiert. Also ob das jetzt ein Arbeitsloser ist oder im Rollstuhl oder ein anderer, das kann doch eigentlich dann egal sein, weil ich weiß ja, die tun auch ihren Teil für die Gemeinschaft. Und von daher ist, weil Michael hat auch hier angesprochen, dass der Vortrag hier das Kapitalstaat, der Kapital und das Geld der Staat abgeschafft wird. Und von daher finde ich, ist, was du ja auch am Schluss richtig gesagt hast mit dem heutigen modernen Technik, der Digitalisierung, müsste ja eigentlich möglich sein, alle Tätigkeiten, die Menschen sozusagen anbieten, Fähigkeiten und so weiter, zur Verfügung stellen, genauso das, was die Menschen brauchen, dass es deckungsgleich werden könnte, dass es sozusagen just in time, also immer festgestellt werden können. Von daher ist eigentlich das Hauptproblem dabei, was für mich, also in meinem Modell so ist, wie kann der Bedarf und die Tätigkeiten, wie kann das sozusagen in Einklang gebracht werden? Und da ist die Messung relativ wichtig. Sozusagen, wenn jetzt als Grundbedürfnisse, was ja relativ schnell festgestellt werden kann, Essen, Trinken und so weiter, Mobilität, ärztliche Versorgung, Kommunikation, Internetzugang und so weiter, wenn das festgestellt ist, wie viele Tätigkeiten oder wie viel heute redet der Markt, aber du hast ja schon angedeutet, dass jetzt mit Arbeitsstunden oder Zeit verrechnet werden kann. Wie viel brauchst du eigentlich jetzt auf Deutschland bezogen, dass 80 Millionen Menschen die Grundbedürfnisse gedeckt werden? Und da ist für mich eher, das ist meiner Meinung nach relativ einfach zu machen. Heute wird das dann mit Bruttosozialprodukten gemacht. Und das kannst du eigentlich auch ausrechnen, wie durchschnittlich, wie viele Stunden du brauchst, eben, dass alle Parks sauber sind, alle Kinder versorgt werden, essen, trinken, alle ein Dach über dem Kopf haben und so weiter. Die Frage ist nur, was zählt zu Grundbedürfnissen? Ob jetzt sozusagen die schiefe Nase medizinische Grundbedürfnis ist, dass mit einer schiefen Nase oder mit einem Bierbauch abgesorgt wird oder irgendwas. Und von daher finde ich diese Diskussion viel sinnvoller dann über die Grundbedürfnisse, die gesellschaftliche Diskussion sein muss. Aber dann ist eigentlich klar, dass so und so viele Leute, so und so viele Stunden eben tätig sein müssen. Und da hört für mich dann auch die Freiwilligkeit auf. Weil für mich ist sozusagen, von nichts kommt nichts, wie schon ein kleines Kind. Und von daher, wenn wir jetzt die Grundbedürfnisse decken wollen, was wir sinnvoll finden, weil wir ja alle mit dem Kopf nicken, dass ein Mensch Recht hat auf diese Grundbedürfnisse, dass dann also auch die, ich sage nicht immer eine Arbeit dazu, sondern die frei gewählte Tätigkeit, okay, deswegen lasse ich Arbeit mal weg, die sozusagen nach deiner Lust und Laune und natürlich auch deinem Zeitfenster zur Verfügung stellst, allgemein, das lässt sich relativ schnell, finde ich, decken. Und deswegen ist für mich die Frage mit dieser Legitimation oder Verifikation hat mich, wie gesagt, irritiert. Finde ich, kann man weglassen. Okay. Keine Meinung. Okay. Danke. Genau, so Verifikation, warum das unbedingt notwendig ist oder ich glaube, der Punkt war auch, wenn ja eh alles gedeckt ist, wenn nicht meine Bedürfnisse gedeckt sind, warum ich das irgendwie noch verifiziert haben möchte, wenn ich mich auch da freiwillig darin bewegen will.
Ich glaube halt, dass es ein, also erstmal kann ich auch sagen, ich möchte keine Verifikation. Ja? Im Sinne von, wenn jemand sagt irgendwie, das trifft auf ihn zu und ich vertraue dem einfach, dann brauche ich keine Verifikation. Dann ist einfach mein Thema zu sagen, ich vertraue dem, was Menschen sagen. Aber oft, oder ich glaube, es gibt Szenarien, wo Leute dem nicht vertrauen und die eine Verifikation wollen. Ja? Also wenn du sagst, du willst das nicht, dann kannst du das so machen. Wenn andere sagen, sie wollen das, dann brauchen wir Möglichkeiten dafür, das herzustellen, das glaube ich. Und zu sagen, okay, wenn unsere Bedürfnisse gedeckt sind, wenn ich das noch irgendwie, wenn ich weiß, irgendwie, ich bin in Sicherheit, irgendwie, mein Wohnraum ist gedeckt, meine Nahrung ist gedeckt, meine Freizeit, I don't know. Dann kann ich auch ganz anders im gesellschaftlichen Prozess handeln und muss eigentlich gar nicht mehr. Dann kann ich wirklich sagen, ich mache das, worauf ich Bock habe und für wen ich da sein möchte. Aber das sind wir ja nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir sind ja gerade in von Eigentum bestimmten Verhältnissen. Wenn ich nicht arbeiten gehe, dann habe ich keinen Wohnraum, ja? Und kann nicht machen, was ich möchte. Also wir sind einfach nicht in dieser Utopie. Und wir brauchen Werkzeuge, mit denen wir quasi hier Strukturen aufbauen können, meiner Meinung nach. Die quasi innerhalb dieser bestehenden Regeln, das heißt zum Beispiel auch, das war in dem einen Beispiel eine staatliche Institution, dann habe ich immer davon geredet, unabhängig von Markt und Staat oder jenseits von Markt und Staat, dann war auf einmal das Arbeitsamt mit drin. Aber es sind ja einfach Verhältnisse, mit denen wir heutzutage umgehen müssen. Das sind einfach Bedingungen, in denen wir quasi Strukturen aufbauen müssen und die wir nicht ignorieren können und wo es auch oft nicht sinnvoll ist, die zu ignorieren, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt alles beantwortet hat, aber genau. Vielen, vielen Dank. Ich habe den Vortrag sehr genossen. Ich denke, ich habe es jetzt so verstanden, dass ihr, oder das hast du auch am Anfang gesagt, dass ihr wirklich kein festes Konzept entwickelt. Und gerade bei dieser Bezugnahmefrage habe ich das Gefühl, dass das auch eine Frage ist, die, oder also eigentlich hast du ja ein Vorschlagssystem für Tätigkeiten vorgestellt, ne? Ja. An der Stelle. Ich denke, vielleicht ist das Problem auch einfach zu hochdimensional, als dass man sich jetzt sozusagen da an einer Lösung festhangeln kann. Oder es gibt da ganz viele Probleme. Man kann ja auch wirklich denken, wie das Ganze in der politischen Dimension aussieht, wie diese Vertrauensgruppe sich überhaupt zusammensetzt. Genau. Und ich denke, ich habe das Gefühl, das ist ein super cooler Startpunkt, den ihr gegeben habt. Auch vor allen Dingen dieser pragmatische, methodische Ansatz, dass man wirklich diese Tools hat zum Denken. Aber ich denke, in der Realität würde das Ganze noch stark überlagert werden und man müsste ganz viele andere Faktoren natürlich noch mit irgendwie einbedenken. Und da hätte ich so zwei Fragen. Wie geht ihr in eurer Gruppe damit um, dass es sicherlich ganz viele Möglichkeiten gibt, in unterschiedliche Wege oder auch parallel zu denken für einzelne Teilprobleme? Ja. Und gibt es noch eine Community international, die sich im akademischen Bereich damit auseinandersetzt? Genau, also ich habe ganz oft an den Begriff Planwirtschaft auch gedacht. Früher haben dazu Leute noch geforscht. Genau, kannst du ja vielleicht sagen, wie es heute aussieht. Ja, vielen Dank. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht auch nur, weil ich den Future Histories Podcast selbst irgendwie öfter höre, dass viele Leute wieder von Planwirtschaft reden mittlerweile mehr. Aber vielleicht ist es auch die Auswahl von Jan Groß einfach. Und es ist ja auch tatsächlich, also der verteilte Planungsprozess ist eine Form von Planwirtschaft, die halt ohne höhere Instanz irgendwie funktioniert, sondern eben auf Augenhöhe. Im Projekt tatsächlich haben wir sehr, sehr wenig, also wir sind gerade nicht so viele Leute, aber auch innerhalb der letzten 3,5 Jahren, wir führen so wenig theoretische Debatten. Also wirklich, das ist fast zero. Man merkt nicht, dass wir ein politisches Projekt sind anhand der Diskussionen, die wir führen, weil wir uns halt drum kümmern, irgendwie finden wir Lösungen. Wie können wir irgendwie das irgendwie ausarbeiten? Wir diskutieren darüber, über die Lösungen, was es sonst noch gibt. Es werden Ideen verworfen. Ich habe irgendwie ein bestimmt Dreivierteljahr mal an einer anderen Möglichkeit des individuellen Vorteils gearbeitet und dann habe ich das veröffentlicht und habe das Projekt gesagt, jo, das ist scheiße. Und dann war alles wieder weg. Das ist so ein Prozess, aber wir haben keine wirklichen politischen Diskussionen. Ich wüsste auch nicht von allen Aktivisten, Aktivistinnen, ob die so Linke sind oder so. Ja? Das spielt auch gar keine Rolle. Das ist das Schöne dabei, dass es einfach so keine Rolle spielt, weil man sagt, wir bauen Werkzeuge und die helfen uns, irgendwie Probleme zu lösen. Ja, bitte.
Vielleicht habe ich auch einen wesentlichen Aspekt vergessen. Jetzt nicht, ja. Dass ihr sozusagen politische Diskussionen habt, sondern dass es einfach viele Alternativen im Denken gibt und viele Teilaspekte, gerade wenn wir jetzt auf so einen gesellschaftlichen, politischen Aspekt in diesem Wirtschaftssystem oder Wirtschaftskonzept irgendwie gehen. Ne? Das ist einfach hochdimensional. Genau. Da gibt es sicherlich viele Lösungen für dasselbe Problem. Voll, glaube ich auch. Und es wäre mega spannend, dann noch mehr Leute zu haben, die, glaube ich, mitdenken würden. Das finde ich super spannend, wenn es irgendwie in der Struktur integer ist. Ich glaube, wir haben eine klare Struktur, mit der wir arbeiten. Und da muss es reinpassen, es muss irgendwie sinnvoll da reinpassen. Und dann wäre spannend. Wir haben gerade wirklich, gerade mache ich Konzeption, die anderen 2-3 Leute sind eher in der Umsetzung quasi der ISMIT-App drin. Und es wäre wahnsinnig cool, wenn es noch mehr Leute gibt, die mitdiskutieren und mitmachen würden. Gerade ist halt meine Stimme da sehr laut, weil ich die Konzeption hauptsächlich mache. Und genau. Ja, ich hab auch gedacht, hey, das klingt nach Planwirtschaft, aber bottom-top, also nie von oben der Plan vorgegeben, sondern Pläne, die sich von unten entwickeln. Aber du hast vorhin, wenn das sozusagen irgendwie skalieren, größer werden soll, gesellschaftlich relevant werden soll, also jetzt mal, es ist sicherlich gesellschaftlich relevant, wenn man so eine ISMIT-App macht und sich sozusagen die Art der Vernetzung angewöhnt, aber ich frage mich, habt ihr irgendwie drüber meditiert, wie das dann zum Beispiel ist mit Arbeitsteilung. Also wenn man wirklich einigermaßen effizient irgendwas machen will, dann macht man nicht einen Teig, sondern dann macht man ein Dutzend oder mehr oder wie auch immer. Und dann kann ich ja unmöglich mir überlegen, wo landet denn dann der Teig und wie sind denn dann die Leute sortiert? Will ich, dass der Teig da landet oder so? Mal ganz abgesehen davon, dass es auch gerade beim Beispiel Brot sich die Frage nicht stellt, sondern es hat erstmal prinzipiell jeder ein Recht darauf, einen vollen Bauch zu haben. Also ich finde das sozusagen für kleine Einzelprobleme irgendwie noch denkbar, wo landet dann mein Beitrag, aber für eine wirklich ein bisschen größere Alternative, da macht es mir einen Knoten in den Kopf. Verstehe ich, voll. Also ich glaube, das waren jetzt irgendwie für 2 Sachen, also einerseits, wie lässt sich das quasi skalieren, sage ich jetzt mal, andererseits aber auch... Wie ist das mit, ich glaube, in der letzten Reihe ist jemand, der schon länger muss ich. Ich glaube, du warst auch sehr früh. Ich weiß nicht mehr die Reihenfolge zwischen euch, es tut mir leid. genau, einerseits irgendwie das Recht, dass jeder einen gefüllten Bauch hat. Vielleicht, das war die letzte Frage. Das ist für uns jetzt erstmal nicht relevant, weil wir nicht irgendwie die bestimmende Lebensweise sind. Im Sinne, wir bauen Infrastrukturen erstmal von Boden auf aus, aber wir können niemandem irgendwie Rechte zusichern, erstmal als Commons-Bewegung, als Commoner, weil wir einfach so klein sind, ja, und wir bauen es erstmal auf und da muss man gucken, welche Probleme sich ergeben und wie man diese Probleme lösen kann. Und da gibt es auch noch ganz andere Formen von Commoning, von Commons, die eben nicht irgendwie über Softwareinfrastruktur sind, die andere Lösungen haben, die wir einfach in unsere Konzeption, die halt ein paar Werkzeuge bauen, ja, nicht haben. Zur Skalierbarkeit oder sowas. Das ist auf jeden Fall, finde ich, möglich. Ja? Dass du, ich meine, das Beispiel jetzt irgendwie, dass jetzt irgendjemand einen Ofen anwirft und irgendwie für eine Person ein Brot backt, bis der Prozess zu Ende ist, hat die Person hoffentlich woanders ein Brot gefunden, wenn sie Hunger hatte. Also das ist jetzt nicht irgendwie realistisch, irgendwie das für eine Person zu machen. Und wir können ja zum Beispiel, also das ist als kontinuierliche Tätigkeit, wenn ich mich einer Tätigkeit quasi zuschreibe, dass quasi, wenn es neue Bedürfnisse gibt, dass sie quasi an mich direkt erstmal vermittelt werden. Das sagen, wenn du Bock hast, dann mach doch weiter. Und wir brauchen noch so und so und so viel mehr. Und ich bekomme diese Informationen auch zuerst, weil ich schon diese Tätigkeit ausführe. Und dann kann ich sagen, nehme ich halt noch mit auf. Und ich schere mich jetzt auch nicht darum, irgendwie, wohin die gehen. Ja? Die Information kommt, es werden mehr und mehr Brote gebraucht. Und ich bin eh gerade dabei, dann mache ich halt mehr und mehr Brote. Und wenn irgendwie das mein Ding ist, dann gehe ich halt jeden Tag in die Bäckerei, weil das einfach ist, das macht mir einfach Spaß und muss nicht jeden Tag irgendwie eine neue Person gesucht werden, die jetzt irgendwie neu irgendwie den Ofen anwirft und das irgendwie neu lernt. Also die Möglichkeit, die es jetzt bisher gibt, die jetzt natürlich jetzt auch sehr naiv und klein dargestellt war, also es gibt Möglichkeiten, finde ich, in der bestehenden Konzeption schon, eben auch über Kontinuität, Prozesse herzustellen und aufzubauen, und das ist auch unser Ziel, Prozesse auch aufzubauen, Strukturen aufzubauen, wo Softwarevermittlung immer weniger eine Rolle spielt, also wo sich Strukturen bilden, die eben nicht mehr dann mit Werkzeugen zusammengehalten werden, wo sich vielleicht auch Leute dann langsam kennen. Wir glauben, oder ich glaube,
dass so eine große gesellschaftliche Vermittlung mit Bedürfnissen und Informationen, die irgendwie hin und her gespielt werden, ich glaube, da es gibt nicht diesen Zustand, den man irgendwann erreicht, dass nur noch quasi Menschen dann halt jeden Tag das machen, was sie wollen und man braucht keine Software-Tools mehr. Ich hoffe sehr darauf und ich glaube, dass es dadurch möglich ist, Strukturen aufzubauen, wo die Abhängigkeit davon ablässt. Ja? Wo einfach Leute sich zu Tätigkeiten finden und die sinnvoll sind und dann einfach diese ganze Vermittlung nicht mehr notwendig ist und trotzdem eine Effizienz entsteht. Ich weiß nicht, ob es das jetzt komplett beantwortet hat. Aber ich. Okay, cool. Danke. Danke. Ich spare mir meine saftige Frage, dann haben, glaube ich, beide Fragen noch Platz. Und auf die bist du auch eben schon ein bisschen eingegangen. Wir haben bis 5 vor, oder? Wir haben 10 vor tatsächlich. Okay. In einer Slide von der Ismich-App, ist nicht Ismich, Ismit-App, stand was von Spar ein paar Schritte. Und da habe ich mich gefragt, ob das so eine Art Währung ist oder ob ihr damit irgendwie eine Effizienz messen wollt oder ob das einfach nur eine Formulierungssache war. Bei der Ismit-App stand, bring der Oma irgendwie was mit und spar ein paar Schritte oder sowas in die Richtung. Und da habe ich mich gefragt, was das bedeutet. Ich habe das eben auch nicht verstanden, deswegen frage ich, was das zu bedeuten hatte. Wenn es dir jetzt auch gerade nichts sagt, dann ging es da wahrscheinlich nicht darum, irgendwie eine Art von Metrik für irgendwas zu bringen. Also damit einzubringen, dass man Schritte zählt und irgendwie am Ende guckt, dass man Schritte minimiert oder maximiert. Das wird so eine Formulierungssache gewesen sein. Also wir haben Lynn Friedrich, die zu unserem Projekt gestoßen ist, als Designerin, hat es quasi jetzt, sie ist mit App gestaltet, ist ihre Masterarbeit, ist damit fertig geworden und ist total cool. Aber sie hat auch einfach sehr viel mit dem Design-Team ausgearbeitet, so für sich als einzelne kleine Arbeitsgruppe. Und die Formulierungen haben wir nicht im Einzelnen auch besprochen zum Beispiel. Also gar nicht. Also wenn irgendwas aufgestoßen ist, dann haben wir gesagt, jo, das kannst du so nicht schreiben und das muss eigentlich in die Richtung gehen. Aber Schritte ist jetzt keine Währung oder kein Ding. Also das war einfach eine laxe Formulierung. Die Person muss ein bisschen weniger laufen. Ah, das, genau. Ja, witzig. Ja. Ah, endlich. Auch von mir vielen Dank für deinen Vortrag. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, wie wir von der individuellen Bedürfnisermittlung sozusagen eben zu größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen kommen. Meiner Meinung nach, glaube ich, brauchst du Instanzen, um Bedarf aggregiert darzustellen sozusagen und gemeinschaftlich darüber entscheiden zu können, wie wir denn dazu kommen, dazu beizutragen sozusagen und wie das die gesellschaftliche Aushandlung darüber funktionieren kann. Ja. Ich wollte dann kurz einwerfen, dass du hast das so ein bisschen belächelt, das Beispiel der freien Bäckereien. Ich glaube, es gibt im arabischen Raum gibt es viele Kommunen, die lokale Bäckereien betreiben tatsächlich, wo die Teilnahme und, weiß ich nicht, ob frei, aber allen zugänglich ist sozusagen und wo die Leute ihren Brotteig mitbringen, um dort ihr Brot zu backen sozusagen und der Betrieb kommunal abgesichert wird. Also wo ist die Instanz sozusagen, wo der Bedarf an, viele Leute wollen Brot backen und aber es ist ja völlig ineffizient, wenn jeder seinen eigenen Brotofen betreiben würde, quasi. Wie stellt ihr euch das vor, sozusagen? Wie findet diese gesellschaftliche Verhandlung statt? Ja. Das ist mir nicht. Ja, vielen Dank fürs Beispiel, das wusste ich nicht. Und das ist ja echt, echt cool und da gibt voll Sinn. Okay, ich werd das Beispiel nicht mehr belächeln in Zukunft. Ich kann das jetzt mit erhobenem Kopf vortragen. Genau, also gesellschaftliche Skalierung ist ein Riesenthema. Aber bei vielen Sachen, das sage ich jetzt irgendwie an der Stelle, ist es auch, dass wir nicht das Global Commons System als Modell irgendwie und irgendwie muss alles darüber darstellbar sein, sondern das, was wir machen, Werkzeuge, die Commoning unterstützen. Es gibt noch ganz andere Formen, wie eben das verteilt wird, wie darüber geredet wird. Und wir versuchen mit Werkzeugen da reinzugehen irgendwie und das einfach diesen Prozess zu unterstützen. Aber wir haben nicht und wollen auch nicht
für alles jetzt irgendwie eine krasse Lösung anbieten, die über Software-Tools ist, wenn es andere Prozesse gibt, die besser funktionieren und bestehende Prozesse vielleicht, die besser funktionieren. Das finde ich total spannend, wo es so eine Abstimmung geben kann, was gerade notwendig ist. Gibt es in der bestehenden Konzeption nicht, die nicht abgeschlossen ist. Das muss ich auch immer ganz klar sagen, die ist nicht abgeschlossen. Wir sind gerade, also ich denke mir immer, es sind 5 Teile und im 5. geht es um größere Zusammenhänge und sowas. Und ich bin gerade seit 2 Jahren, glaube ich, im 4. Teil drin, wo es um Berücksichtigung geht und jetzt eben um Regelsetzung. Das ist tatsächlich so eine Frage, die ich aufgeschoben habe. Und die Frage ist, ob es da Antworten gibt und Leute sich auch hoffentlich finden, die da irgendwie auch Ideen dazu haben und sich dann noch mehr in so eine Diskussion einbringen. Und wie sieht das, wie integer das in der Softwarestruktur ist, ob das ein Problem ist, das wir quasi angehen oder das irgendwie an anderen Stellen besser aufgehoben ist. Aber genau, deswegen habe ich keine richtige Antwort darauf tatsächlich. Aber vielen Dank für die Frage und den Input. Das. Danke. Ja, nach vorne. Auf jeden Fall erstmal. Ich glaube auch erst in die erste Reihe und dann die zweite. Geil. Ja, alles klar. Achso, ich glaube, mit den 2 Fragen wird sich das dann auch. Für mich ist die Antwort auf deine Frage da hinten, welche staatliche Institution? Das ist für mich der Computer. Der Computer, der von allen nicht gespeist werden kann, der nicht ein Profit oder Eigentum ist, sondern der von allen nicht gespeist werden kann, wo ich meine Bedürfnisse und natürlich auch meine Tätigkeiten eingebe. Da weiß ich doch mittlerweile, wie viel Brot, zu dem Thema Recht, natürlich hat jeder Recht auf ein Brot, auf einen vollen Bauch, aber da weiß ich doch mittlerweile, was ich in der Woche verbrauche an Brot, an Salat oder an sonst was, das kann ich doch einspeisen. Und dann kann ich einspeisen auch zu, was ich Lust habe. Ich will von A nach B fahren mit einem LKW oder ich will Sachen transportieren oder ich will so und so viel Sachen stricken und so weiter, das kann ich der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und da, denke ich, lässt sich das doch relativ schnell, eben mit dieser Digitalisierung, die du auch angesprochen hast, lässt sich das doch heute schnell koordinieren. Wo kann ich was anbieten, an welchen Stellen und wo kann ich mir was nehmen, an welchen Stellen? Ich würde auch direkt auf die Frage nochmal eingehen. Es gibt ja so 2 Teile, die ich jetzt so aus dem Vortrag rausnehme oder die zu dem Problem dazu gehören. Das ist einmal irgendwie ein materielles Wirtschaftssystem und eine Art und Weise, sich gesellschaftlich zu organisieren. Und die beide sind komplett miteinander verwoben. Und ich denke, für den wirtschaftlichen, materiellen Teil kann man sagen, dass das Problem seit den 30er Jahren gelöst ist. Gibt es eine super interessante Debatte, wenn man keine Angst vor Wirtschaftswissenschaften hat. Die heißt Socialist Calculation Debate aus den 1930er Jahren. Und da wurde theoretisch, mathematisch nachgewiesen, dass man mit dieser Struktur, die hier vorgestellt wurde, im Grunde dieses Problem optimieren kann. Also man kann die besten Lösungen finden. Und hier in dem Beispiel hatten wir ja vorhin eine Optimierung nach Zeit. Und dann werden verschiedene Alternativen vorgeschlagen. Und also dieses Problem zu lösen ist nicht, das ist gelöst, das Problem ist die Alternativen zu bewerten und die richtigen Optimierungen zu finden. Also wollen wir zum Beispiel Sachen erlauben, die als Nebenprodukt unsere Umwelt zerstören und wie wichtig soll das sein? Genau, und dann kommt die Politik ins Spiel. Ja, danke. Ja, geil. Keine Fragen? Zeit ist um. Voll gut. Vielen Dank für die Inputs und Fragen und vielen Dank, dass ihr da wart und immer noch da seid. Danke an alle, die gegangen sind. Achso, weil sie da waren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Kongress.